Geliebte Freunde, ich danke euch von ganzem Herzen, dass wir jetzt alle drei Umrundungsreisen rund um Paraguay geschafft haben. Vater ist uns allen sehr, sehr, sehr dankbar. Alle, die auch einen kleinen Cent, einen großen Zettel, ein größeres Stück Sponsoring mit hineingegeben haben. Wir danken euch von ganzem Herzen. Für die dritte Reise hat es zwar nur gereicht, dass wir eben das Auto zahlen konnten. Alles andere habe ich dann von meiner Rente und von dem, was ich dann noch so bekommen hatte, mit übernehmen müssen. Und es war also wenig, aber ich sage euch jetzt erst einmal, was daraus entstanden ist. Die ganze Reise, die ging dann ja, und ich hoffe, dass jetzt eben sie nochmal nachgezeichnet wird auf einer Karte, dass ihr sehen könnt, wie die einzelnen Reiseabschnitte passierten. Die dritte Reise ging jetzt los von Paraguay und von dort aus ging sie dann runter, Stück für Stück, bis hin nach Asunción. Und dann haben wir dann in Ipané, hieß der Ort, eine Meditation gemacht, abends dann noch, gegen Abend, draußen. Und sind dann eben im Ruta del Sol, wo wir eigentlich fast immer übernachten, wenn wir in der Nähe von Asunción sind, sind wir dann eben für die Nacht geblieben. Ich habe deswegen das Hotel so gerne, weil es eben einen eigenen Brunnen hat und deswegen chlorfreies Wasser. Sonst piekt bei mir immer die ganze Haut und dann wird es echt schwierig. Und dann ging es am nächsten Tag ja rüber nach Villa Hayes. So wird das dann geschrieben. Und da hatten wir einen schönen Ort. Da war dann ein Stück Strand am Rio Paraguay richtig aufgerichtet und richtig schön gemacht worden, sodass wir da auch in Ruhe drehen konnten. Und was eben besonders war, die ganze Zeit über saß ein Adler am Strand. Und in dem Moment, wo die Meditation fertig war, erhob er sich und kreiste rund um den Ort der Meditation. Und der Adler, das wissen wir ja, das ist immer ein Zeichen des Vaters. Wir sagen ja immer, Vater hat die Adlerperspektive. Er weiß genau, was über Zeit und Raum passiert. Und wir haben nur die Froschperspektive. Wir gucken nicht mal um die nächste Ecke und wissen nicht, was dahinter sich alles befindet und was da passiert. Vater schon. Und deswegen hat er uns das als Zeichen von seiner Präsenz gezeigt. Der Adler, der kreiste. Gut, dann fuhren wir die lange Strecke bis hoch nach Pozo Colorado. Das ist ja quasi der Bug, der so ein bisschen wie rausgeht von unserer Arche. Und der ist ja schon dann weit hinter dem Rio Paraguay. Und dann mussten wir von da aus dann ja am nächsten Tag wieder zurück. Der Abend war ein bisschen piekig, weil zum Zeitpunkt der Offenbarung in dem Restaurant, was uns Vater dann auch gesagt hatte, wo wir dann eben auch die Offenbarung aufnehmen können, gab es eine unendliche Menge von Moskitos. Nur mit picke Moskitos. Oh, wir haben da ein bisschen gelitten, bis wir die Moskitos da alle überwunden hatten, um dann die Offenbarung auch noch aufzunehmen. Aber Vater sagt, macht es, Kinder. Es lohnt sich, ihr werdet es merken. Gut, die Nacht in Pozo Colorado war etwas Chaco-mäßig. Dort ist ja das Niveau des Lebens ein ganzes Ende tiefer als in unserer Arche zwischen Rio Paraná und Rio Paraguay. Und wir hatten da unsere liebe Mühe, die Bettfedern waren also einzeln unter meinem Rücken zu spüren. Und das Wasser war eben Regenwasser oder eben das Salzwasser, was unter dem Chaco ist. Und deswegen hatten wir dann so große 10 Liter Flaschen Salzwasser gekauft, ein ordentliches Tuch und haben damit dann Katzenwäsche gemacht. Ging auch. Für einmal ist es dann auch möglich gewesen. Na, ich hatte dann auch eben eine gute Pflege und wurde dann richtig schön mit diesem Salzwasser dann auch gut abgerieben, dass ich gut schlafen konnte. Und am nächsten Morgen dann ging es dann weiter, das Hotel, so klein wie das war, 5 Sterne natürlich, ja klar. Beate meinte dann so lachend, naja, das waren glaube ich 4 Sterne zu viel. Aber wir sind dann eben
rausgegangen in die nächste Tankstelle, da gab es dann Frühstück, haben dann dort so mehr oder weniger gefrühstückt, halt was es dann so gab. Entweder mit Fleisch oder sehr süß, und das war natürlich beides nichts für uns. Aber irgendwie haben wir es dann hingekriegt, auch dann mit dem Picknick anschließend im Auto, das Ganze dann doch noch zu überleben. Dann sind wir weitergefahren, das ist dann die Strecke, die dann praktisch, wenn man will, die Reling von dem Boot macht. Das war dann die Strecke von Pozo Colorado nach Concepción. Die Strecke war echter Schacko. Entweder es gab wirklich nur Loch an Loch an Loch an Loch an der Straße, oder die Straße wurde neu repariert und dann gab es nur eine Spur. Und dann eben musste man dann, wenn man dann ausweichen wollte, so die Laster kamen ja mit vollem Stoff an, musste man dann halb auf diese Sandbank da halb drauf fahren. Und da standen wir dann so leicht schräg, bis dann der Laster wieder bei uns vorbei war. Oh, ich war froh, dass wir einen Chaco-erfahrenen Fahrer hatten, der die ganze Strecke schon kannte und deswegen wirklich gut und schnell reagieren konnte. Und auch trotz diesem Staub, der dann nachher aufgewirbelt war, immer noch zwischen den Staubkörnern genug sah, um ein bisschen weiter fahren zu können. Sonst wären wir so gut wie nie in Concepción angekommen. Und Vater sagte dann zu uns, wenn ihr die Brücke von Concepción überquert habt, dann werdet ihr heilfroh sein, wieder im Tal des Friedens zu sein. Oh, wie recht hatte er. Meine Güte. Ich war so froh, als ich den Chaco dann verlassen konnte. Und wir haben schöne, schöne Fotos von dieser großen Brücke gemacht. Das ist eine Brücke, die ist wirklich speziell. Die ist also überdimensioniert wie so eine Brücke aus dem Mittelalter. Sehr hoch, unheimlich hoch. Das ist die höchste Brücke von ganz Paraguay. Und die geht also wirklich hoch wie eine Achterbahn und nachher wieder runter wie eine Achterbahn. Aber für Autos, ne? Ganz normal. Und dann sah man dann von der Brücke aus. Runter auf den Rio Paraguay. Na toll. Aber bevor wir da runtergingen, ging auf einmal unser Chauffeur links runter. Ich denke, nu, was ist denn das? Ein ganz schmaler, für uns schmaler Feldweg. Nur gerade so zwei Rillen, in der Mitte ordentlich grün, an der Seite ordentlich grün. Ich denke, wo will denn jetzt hin? Ja, und dann ist er genau dahin gefahren, wo Vater uns sagte, unter die Brücke. Oh, und dann waren wir da am Staunen. Er hat dann den ganzen Weg genommen, runter und dann eben die Kurve zwischen den großen Brückenpfeilern durch und dann auf der anderen Seite runter bis fast zum Fluss. Runter zum Fluss konnten wir einfach nicht so gerne, weil da waren einige Fischer mit Motorrädern und da wollten wir uns nicht zu dicht dran setzen. Deswegen sind wir ein Idechen höher geblieben, wo man dann eben auch den Rio Paraguay gut sehen konnte. Und da gab es eine Offenbarung. Oh, ein Aufruf, einen Aufruf an die, die auch vom Himmel aus runtergekommen sind, um zu helfen. Und noch nicht in ihrem Beruf, in ihre Berufung eingestiegen sind. Oh, uns hat's alle durch und durch energetisiert. Und Jörg hat dann eben einige Fotos aufgenommen. Überall Licht, 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 Licht. Sogar auch jetzt in allen drei Farben. Das Licht des Vaters, weiß. Das Licht des Liebestrahls aus Vaters Herzen, Jesus Christus, helles Gelb. Das Licht von Michael, schönes Türkisblau. Und das Licht von Raphael, ein wunderschönes, ganz, ganz helles Grün. Das war auf den Fotos zu sehen und während der ganzen Offenbarung. Eine Kraft da drin. Unglaublich. Und die Offenbarung, wie gesagt, die hört ihr dann ja auch noch. Sobald dann Stefan den Film fertig hat, den Hauptfilm, da entschuldigt uns, der wurde draußen gedreht und wir konnten, weil wir den Wuschel nicht mehr hatten, der ist kaputt gegangen. Da konnten wir den immer nur auf Handys aufnehmen, Diktiergerät. Und ich hoffe, dass die Qualität auch für euch gut hörbar ist. Verzeiht uns, wenn es nicht anders ging. Wir kamen an keine andere Lösung hier in Paraguay ran. Mal ebenso in ein Geschäft zu gehen und ein Aufnahmegerät zu kaufen, ist hier nicht.
Da muss man schon in eine ganz große Stadt, eine von den vier großen Städten, und da eins holen, beziehungsweise jetzt lassen wir uns dann wieder so eine Wurschel aus Deutschland mitbringen und dann haben wir wieder die gute Qualität. Weil Vater hatte uns ja gesagt, wir müssen noch mal raus mit den Wesenheiten reden, die genau das jetzt anstellen wollen, was in dieser Agenda steht, mit der sie die neue Weltordnung da in die Welt rufen wollen, wie auch immer. Jedenfalls die Wesenheiten, die müssen erfahren, was sie dabei sind zu tun, um noch möglichst viel zu vermeiden. Und ihr wisst ja, dass unsere Hauptaufgabe die Wandlung ist. Die Wandlung der Geister, die Wandlung der Köpfe von denen, die diese Ideen alle erdacht haben, bis dass sie verstehen, was sie wirklich da tun. Bis dass sie verstehen auch, und das ist das, was ja auch Christus gesagt hat zu seinen Folterknechten, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Einmal in der Tat selber, die sie jetzt da ja gemacht haben, aber dann auch in der Austragung, in die sie hineinkommen, wenn sie das alles durchziehen, was sie vorhaben. Und das gilt für diese Wesenheiten, die jetzt diesen ganzen Desaster der Zukunft vorbereitet haben, genauso. Und da werden wir wohl immer wieder, scheint jetzt auch, wie wir es gemerkt haben, immer ein bisschen schneller, die nächste Reise hat er uns für Februar angesagt, dann müssen wir, wenn es geht, wieder bis dahin wieder in die großen Barrancas von Mendoza die Wesenheit nochmal aufrufen, die das Nächste anstreben wollen. Gut, dieses Mal war es dann so, Vater hat gesagt, wir müssen vor dem 15. November wieder zurück sein. Und wir, gut, dann wollen wir uns mal überraschen lassen, was Vater für den 15. November sieht, was dann verhindert werden kann. Und dann fuhren wir dann weiter von Konzeption am selben Abend noch einen Stopp in einer Eisdiele, um dann wieder die Mineralien und den Zuckergehalt aufzufüllen. Und dann waren wir dann abends gegen 8 Uhr in Pedro Juan Caballero, wo ja unsere Reise begann. Und ich saß dann da beim Armbrot und habe gesehen, dass hinter mir die Engel die zwei Teile der großen Schutzwand wirklich zusammengenäht haben. Oh, ich war dankbar. Die Schutzwand, die eben dann von Concepción jetzt, also rüber, dieser Bug, den wir geformt hatten, den wir formen durften, und dann von Concepción vom Rio Paraguay rüber bis wieder zum Rio Paraná. Pedro Juan Caballero, wie das zusammengenäht wurde. Und ich denke, boah, hab mir das angeschaut, 4000 Meter Höhe. Und dann die große Schutzwand. Zum Teil etwas bunt durchwirkt Richtung Chaco, weil das war ja keine Landesgrenze. Da war dann mehr so eine Guarani-ähnliche Grenze geworden. Als ob du einen ganz, ganz dicken Stoff gewebt hättest und der auf 4000 Meter Höhe. Und die Landesgrenze, die soll ja dann unser Bruder noch schützen. Und der hat sich das dann schon angeschaut und gesagt, also, wenn ich da rausfahren soll, in den Chaco, ich habe dafür die Struktur nicht, sagte Vater. Ich brauche auf der Reise nicht mit, die schaffe ich auch nicht. Dann muss man praktisch von einem Punkt in der Mitte des Chacos sternförmig an die Grenze Pfeiler aufbauen, zurück. Nächsten Punkt, sternförmig an die Grenze, Pfeiler aufbauen, zurück. Nächsten Punkt, sternförmig an die Grenze, Pfeiler aufbauen und zurück. Und dann kommt die Grenze von Bolivien. Genauso, raus bis an die Grenze von Bolivien, Pfeiler aufbauen, zurück. Und dann nochmal Grenze von Bolivien, unterer Teil, Pfeiler aufbauen und zurück. Und dann wirklich Vater bitten von einem Pfeiler zum anderen, dass er dann dort die große Lichtmauer rund um den Chaco legt, damit auch der Chaco geschützt werden kann. Gut, das brauche ich nicht mitzumachen, das ist wirklich, das wird eine Abenteuerreise. Der Chaco hat fast nur Erdstraßen und da hat ein Auto zu kriegen, was dann auch die langen Wege, weil die sind von diesem Zentralpunkt mitten im Chaco aus immer noch lang, das wird ein richtiges Abenteuer. Aber er hat schon Ja gesagt und dann können wir damit rechnen,
dass dann auch eben der Chaco mitgeschützt sein wird. Und Christus sagte zu mir, die Leute vom Chaco, die sind auch völlig anders. Ich könnte dort gar nicht leben. Um im Chaco zu leben, sagte Christus, muss man richtig abgebrüht sein. Und hier einer meiner paraguayischen Brüder, der hat dann eben gesagt, genau, du hast immer wieder Fehlernten, du hast Salzwasser, du kannst das Wasser nicht trinken, du musst gucken, ob du genug Zisternenwasser vom Dach runter in deine Zisterne kriegst. Auch da ist immer Knappheit angesagt. Und dann ist es sehr oft trocken. Wir haben also die Bäume gesehen, wo wir durchgefahren waren. Das werdet ihr sehen, war der Chaco grün. Aber das ist ja so selten. Und die Baumstämme sind alle schwarz verkohlt. Also du siehst, dass der Chaco gebrannt hat, wie verrückt. Aber trotzdem sind alle Bäume wieder grün. Die halten ihre Energie im Inneren der Rinde und schlagen dann oben wieder aus. Und genauso hat er ausgesehen. Für mich ein Bild zwischen Grauen und Freude. Die Freude, dass das Leben weitergeht. Und das Grauen, sich vorzustellen, dass der ganze Chaco mal gebrannt hat. Und uns wurden also wirklich Geschichten erzählt von Lastwagen, die Heu rausbringen sollten. Und diese großen Rollen, die wir in Europa auch kennen. Und dann ist von dem Brand, sind dann Funkenteile, wie auch immer, rübergesprungen und haben das ganze Heu von dem Laster mitsamt den Laster in Brand gesetzt. Der Fahrer konnte nur noch fliehen. Der ganze Lastwagen ist in sich zerschmolzen und zusammengekracht. Das ist Chaco. Um Himmels Willen. Sachen passieren da. Aber eben bei uns in der Arche nicht, im Tal des Friedens. Und deswegen, wo wir dann rübergegangen sind über die Brücke von Concepción, ich war so froh. Alles war wieder schön, alles war wieder gepflegt. Die Häuser waren alle gut gemalt und auch vorher verputzt. Im Chaco sahst du so und so viele Häuser, unser Fünf-Sterne-Hotel. Das war rohes Bauwerk, nicht mal verputzt, gar nichts. Ich habe gedacht, ich spinne. Innen blätterte dann die Farbe ab, weil das durch das Salz alles dann runterging. Es war unglaublich. Aber die Leute, die dort wohnen, sie lieben ihren Chaco. Sie würden nie im Leben weggehen. Da musst du schon wirklich abgebrüht oder sein oder eine harte Haut haben, um dort zu überleben. Gut, wir haben dann jedenfalls die Aufgabe dann am Samstagabend erfüllen können. Hatten dann mit dem Guia, mit dem Guide vom Touristenoffice, der uns schon das erste Mal gut beraten hatte, noch ein gemeinsames Abendbrot geplant. Er ist genauso von Christus erfüllt wie wir alle. Darüber waren wir sehr froh. Und dann haben wir wirklich, wirklich ein inneres Dankgebet losgelassen und haben dann ihm, dem Jorge, erzählt, wie die einzelnen Etappen der Umrundung von Paraguay verlaufen sind und was nach jeder Etappe passiert ist oder auch eben nicht passiert ist. Das ist ja immer unser großes Geschenk, wenn wir dann am Ende unserer Reise erfahren dürfen, was eben nicht mehr passieren musste. Und so kamen wir dann auch am 15. an und Vater hat ja gesagt, Kinder, ihr müsst vor dem 15. wieder zurück sein. Sonst passiert auch für euch in eurem Land was ganz Schlimmes. Die Mauer muss stehen bis dann. Was ist passiert? Stefan wird es euch, glaube ich, als vollen Film noch wieder reintun. Oben in Brasilien baute sich ein Tornado auf. Von einer Wucht und einer Größe. Und der wäre wirklich von Nordbrasilien durch ganz Brasilien durch, über Paraguay hinweg, bis nach Argentinien gesaust. Was passierte? Wir erfuhren am Montag, dass der Tornado bis kurz vor die paraguayische Grenze kam und dann hat die Lichtmauer ihn zusammenfallen lassen. Es ist nichts, aber auch gar nichts von diesem riesigen Tornado nach Paraguay übergeschwappt. A tornado struck the municipality of Porto Velho in Rondônia today.
The phenomenon destroyed buildings, houses with roofs, and frightened residents who had never seen a tornado before. The tornado hit Porto Velho, Rondônia, destroying buildings, blocking rooftops, and frightening residents. In terms of their scale, tornadoes are considered the most destructive phenomenon in meteorology. They can demolish buildings, raise trees and other objects, and even cause casualties. In Brazil, tornadoes are more common in the south, but sometimes they affect other states as well. Today, Porto Velho, the capital of Rondônia, is hit by a tornado. The winds knocked down trees, poles, wires and signal plates, removed the roof from houses and commercial establishments. The wind destroyed the children's school while the students were hiding in an enclosed space. The region was left without electricity, but thankfully no casualties were reported. The Amazon Defense System Command and Operations Center reported wind speeds reached 177 kilometers per hour, which is a Fujita F0 tornado used to measure tornado intensity through the amount of damage. In this case, it was only minor damage. Vater, herzlichen Dank. Und da waren wir dann auch so glücklich. Und wir haben es wirklich, wirklich dem Vater gesagt, wie glücklich wir sind, dass wir jetzt innerhalb von Rio Paraná und Rio Paraguay wie in einer Kinderkrippe liegen können. Es ist so schön. Es ist wie ein Kinderbettchen und wir Kinder von ihm. Wir sind hier drin, wir sind geschützt. Heute hat uns Vater endlich den lang ersehnten Regen geschickt. Es war schon wieder so viel trocken. Bei uns ist der Regen ein Geschenk ohne Ende. Und jetzt regnet es. Ihr hört es vielleicht durch das Mikro draußen. Ganz sanft. Ein Regen, der die Pflanzen wachsen lässt. Alles ist grün. Die frisch gepflanzten Pflanzen wachsen gut an. Unsere Gärtnerin und unsere anderen Gärtner sind so dankbar dafür. Wir können alles pflanzen und alles umpflanzen. Und jetzt, was noch ansteht, das ist noch eine Sache für rund um Nikolaus. Rund um den 6. Dezember. Wir haben jetzt noch einmal einen großen Stützpfeiler zu bauen für diese Stützmauer in dem Ort Aiolas. Aiolas ist ein ganz, ganz wichtiger Ort. Da ist der Rio Paraná sehr breit und hat zwei Inseln. Die Insel Jacireta und noch eine weitere Insel. Und das ist auch ein großes Fischergebiet, aber auch sehr fruchtbar. Und da muss ein großer Stützpfeiler hin. Und dieser Stützpfeiler, der sollte, wenn es irgendwie geht, wenn er mitmacht, von einem unserer Gäste mitgestützt werden. Dieser Gast, der hatte sich freiwillig zwischen der vorletzten und der letzten Inkarnation in einen Baum eingebannt, um ein bisschen in die Ruhe zu kommen. War da lange Zeit drin, bis dass er zur nächsten Inkarnation wieder raus konnte. Hatte das auch selber gesehen in seiner Innenschau. Und der hat jetzt diese vielleicht ein bisschen stoische Ruhe und diese Durchhaltekraft. Er kennt sich viel mit Indianern und allem aus, diese Durchhaltekraft, etwas aufzubauen, was wirklich haltbar, durchhaltend das Land und die Leute schützt. Und diese Durchhaltekraft, die gibt er auch weiter an seine Klienten in Europa. Und das ist wirklich etwas, was wir sehr schätzen, was sehr schön ist und wo ich ihn in diesem Pfeiler gesehen hatte. Und er hatte schon gesagt, dass er gerne zur nächsten Friedensreise mitkommen möchte. Und das werden wir dann auch machen. Das gibt also einen riesen Pfeiler, der ist unendlich breit, unendlich tief, unendlich hoch, weit über 5000 Meter hoch. Und den müssen wir jetzt noch aufstellen. Und der andere, der heißt auch schon Pilar. Das ist der Ort Pilar. Und an dem Ort, das ist der Grenzort zwischen Argentinien und Paraguay, braucht es auch noch so einen Pfeiler. Und das ist dann die nächste Fahrt, die entweder
zweiten, dritten, vierten und bis zum fünften stattfinden wird. Je nachdem, wie die Zeit ist. Wir haben dort zwei Daten zur Möglichkeit bekommen. Oder eben bis zum 12. Ne? Dass wir dann am 8., 9., 10., 11., ne, 9., 9., 10., 11., 12. Oh ja, da muss er aber dann sein. Das zeigt Vater mir gerade. Dass dieser Pfeiler dort auch noch steht. Und dann hat diese Lichtmauer auch Stützen, Halt. Da sind dann viele Gebete drin. Starke Gebete. Gebete auch von Eingeborenen, die dann eben mitfahren. Letztes Mal hatten wir auch immer einen Vertreter der Eingeborenen von Paraguay dabei. Das musste sein, er hat es uns gesagt. Bitte, Kinder, schaut zu, dass ihr dieselbe Crew seid, damit die Lichtmauer homogen aufgebaut werden kann. Von den Energien von euch allen. Dass es die gleichen bleiben. Und ich habe ihm gesagt, ja Vater, ich möchte alles Menschenmögliche machen, dass wir das auch hinkriegen. Bis jetzt haben wir das hingekriegt, diesmal gibt es eine Erweiterung und dadurch wahrscheinlich auch eine Erweiterung vom Auto her. Also wir brauchen dann wahrscheinlich einen Sprinter, ein größeres Auto. Und deswegen, ich komme mir bald blöd vor, fast jedes Mal zu fragen, aber es geht nicht anders. Fragen wir euch nochmal, ob ihr das dem Projekt als Weihnachtsgeschenk machen könnt und all den Deutschen und auch all den Paraguayern, die hier leben, plus euch, für die wir ja auch wieder Fürbitte geleistet haben und auch die Namen wieder vorgelesen haben und auf dem Film haben, von denen, die angefragt hatten, um ein Schutzzelt für diese Zeit. Alle, die angefragt haben, da würde ich mich freuen, wenn ihr uns Feedbacks gibt, über die Sachen, die vielleicht über Europa fegten und euch dann nicht tangiert haben. Weil so haben es viele schon berichtet, die schon Schutzzelte haben aufstellen lassen durch prophetische Menschen in den USA. Da waren dann die Häuser aus dem gleichen Material, das eine Haus und das andere. Das eine Haus blieb stehen beim Tornado, das andere fiel zusammen wie eine Streichelschachtel. Woran lag das? Am Gebet, am Schutz, an der Bitte um Schutz. Und genau das, liebe Geschwister, das machen wir hier auch. Unser Land ist grün, ist schön, die Pflanzen wachsen alle. Das Land direkt nebenan, da miekern die vor sich hin. Und da haben die gefragt, ja, was macht ihr denn, dass eure Pflanzen so schön blühen? Na ja gut, sagte dann Jörg, der das Ganze unter seiner Leitung hat. Wir geben ihnen Regen bzw. auch dann Wasser aus dem Brunnen, soweit wie da ist. Wir geben ihnen Avorno, das ist dumm. Das alles kriegen sie, aber die Hauptsache, was sie kriegen, jeden Abend eine Stunde Gebetsrunde. Meistens werden sogar zwei mittlerweile. Von 7 bis um 9 Uhr sind wir jeden Abend am Beten. Bitten Vater um Schutz. Bitten Vater, dass er sein Licht runterschickt auf die Pflanzen, auf die Tiere, auf uns und eben auf den ganzen Frieden in der Welt, Paraguay und den Rest der Welt. Alle, die dann eben unter wirklich seinen Schutz stehen möchten, Urvertrauen in ihn haben, ihm wirklich zuhören, auf seine Worte hören. Ich habe jetzt in meinen Status noch ein paar Worte hineingetan, nicht von mir, von einer anderen, die scheint, beschwören kann ich es nicht, auch das innere Wort hat, wo Christus sie auch erzählt hatte, wie die Wirkungen der Spritzen sind, die sie jetzt überall verteilen wollen. Ich sage mal das andere Wort nicht. Und deswegen hat er gesagt, er hat jedes einzelne Kind gewarnt. Ich weiß es, dass im Zweiten Weltkrieg oder kurz davor auch geimpft werden sollte, und zwar gegen Tuberkulose. Und da ist Jesus Christus wirklich meiner Großmutter erschienen und hat ihr gesagt, wenn du deine Kinder impfen lässt, werden sie sterben. Es waren damals Aktivbakterien drin. Die anderen, die ihre Kinder haben impfen lassen,
alle sind gestorben. Und die Kinder von meiner Großmutter, die eben fast die einzigen waren, die nicht geimpft worden sind, haben überlebt. Und sind dann nachher, auch selbst wenn sie über Sibirien, wie es passiert ist, gefangen genommen wurden und dann nachher durch ein großes Wunder wieder freigelassen wurden, wieder zurück nach Westdeutschland gekommen, haben bis ins hohe Alter gelebt. Mein Opi wurde 100, fast 101, mein Vati wurde 83 und alle haben überlebt, aber nur durch Gottes Hand. Und deswegen ist es so wichtig, hört bitte auf Vaters Stimme in eurem Herzen. Es ist die leise Stimme, die euch warnt. Die Stimme der Raison, das ist die große, laute Stimme, die dazwischen prahlt und alles dann wieder kaputt machen will, was die kleine, leise, warnende Stimme euch ins Herz legt. Und genauso hat er es beschrieben, dass er jeden von uns gewarnt hat, dass er die Spritze nicht nehmen soll und schon gar nicht die mehreren. Und jetzt sieht man schon allmählich, was passiert. Die Spritzen zersetzen die Zellwände. Es entstehen überall im Körper Blutungen. Die Piloten fallen am fliegenden Flugzeug hin, tot. Einige sind schon hier aus dem Laden gekommen, 2 Schritte von der Kasse, umgefallen, tot. Einer ist aus dem Auto gestiegen, hatte Gäste, raus aus dem Auto, 2 Schritte, tot. Und jetzt wollen sie auch noch die Kinder impfen. Die Kinder werden auf jeden Fall steril. Keines von denen kann sich mehr fortpflanzen. Und sie werden auf jeden Fall, auch wahrscheinlich nach einigen Jahren, genauso die Zellwände zerstört kriegen wie die Erwachsenen. Und irgendwann einfach umfallen. Und das ist das, was Vater wirklich vermeiden wollte. Weswegen er durch die andere Schwester, die ich aber eben persönlich nicht kenne, gesprochen hat und gesagt hat, bleibt Menschen der Ehre, bleibt bei mir und hört auf meine Stimme, haltet durch, auch wenn sie gegen euch wie einen Krieg führen. Diesmal ist es ein Krieg der Virus und Bakterien, wie sie ihn nennen. Und sie machen einen großen Druck auf euch. Haltet durch. Gut, wir sind gewillt durchzuhalten. Und deswegen haben wir das hier auch vorbereiten dürfen. Vater hat ja gesagt, unser Projekt ist die Seelenauffangstation. Also wenn ihr noch das Gefühl habt, ihr könnt noch kommen, ihr wollt noch kommen, hier kann man leben. Man braucht nicht einmal zum Tor heraus. Wir haben Wasser, wir haben zu essen. Wir haben noch genügend Sachen, die wir mitgebracht haben aus Europa oder schon hier vorbereitet haben für die Notzeit, für die Menschen, die kommen werden. Wir haben viele Betten schon aufgestellt in den Räumen, die wir jetzt haben. Und wir werden jetzt noch dazu bauen. Wir sind so dankbar darüber, dass uns Vater jetzt noch was hat zukommen lassen und wir dann wahrscheinlich noch das Haupthaus fertig kriegen, was dann immer ein Zimmer mit Bad, Badzimmer, Zimmer, Bad und so weiter bekommen wird für einige, die dann hier in Ruhe ihr Leben bis ganz zum normalen Ende weiterleben möchten. Geliebte Geschwister, denkt jetzt nochmal an diese große, große Aufgabe, die wir zu erfüllen haben. Helft uns bitte, sie zu erfüllen. Und dann seid gewiss, wenn ihr den Vater auch um Schutz gebeten habt und er euch die Impulse gibt, die es braucht, um euch zu schützen, tut sie, haltet sie durch. Denkt dran, er hat die Adlerperspektive. Und er hat mir schon gesagt, eines Tages werden die Ungeimpften gesucht werden, insbesondere Männer, damit sie noch Samenspender werden für ungeimpfte Frauen, weil es dann kaum noch ungeimpfte Männer gibt. Und eben Bilder, wie die Kinder aussehen von geimpften Personen, die
werden wir euch dann auch zeigen. Und ich hoffe, dass ihr sie auch überall woanders noch seht, um euch zu zeigen, wie deformiert die Kinder dann sind. Macht es nicht. Lasst euch nicht impfen. Wir wollen mit den Wesenheiten reden. Wir tun es jetzt schon die ganze Zeit und noch verstärkt im nächsten Jahr, bis dass sie alle eingesehen haben, was sie da für einen Unfug treiben und dann damit aufhören. Das ist die Hauptaufgabe von unseren Friedensreisen. Und es hat ja auch, wie ihr jetzt gesehen habt, jedes Mal immer große Schäden vermieden. Nicht alles. Vieles liegt noch im freien Willen der Menschen. Und wenn die Wesenheiten dann nach ihrer Umkehr nicht in den freien Willen der Menschen reinkommen, nicht in ihren Köpfe reinkommen, können sie selbst auch nichts machen als Schulterzucken und sagen, muss ich jetzt halt warten, bis er verstanden hat. Das ist ein harter Weg. Und sie müssen die Wiedergutmachung alle wieder selber herstellen. Unter der Leitung oder Anleitung der Engel, aber die Engel machen es nicht für sie. Sie müssen selber das aufarbeiten, was sie jetzt vorher verbockt haben. Und das wird eine ganz schön harte Arbeit für sie werden. Helft uns dabei, noch möglichst viele Wesenheiten mit auf den Umkehrweg zu bringen. Dafür danken wir euch und Vater dankt euch auch von ganzem Herzen. Amen. Eure Claire.